So, heute habe ich vor, Zucchini zu machen. Und zwar ein ganz einfaches, leckeres Frühstück. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle, leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Dafür habe ich jetzt hier mit meiner Maschine mir, ich glaube, die längsten Zucchini-Röllchen, die es überhaupt mit einer Maschine machbar sind, hier zubereitet. Also wunderbare, feine, ganz dünne Streifen. Einmal ein Eier-Zucchini-Nest. Und das sind ja meine Zucchinis, die so ellenlang mit meiner Maschine geworden sind. Und die packe ich jetzt hier rein. Mache so ein kleines Nestchen da draus. Würze das Ganze. Und dafür habe ich jetzt hier Chilisalz. Ein bisschen Pfeffer noch. Einfach nur eine schnelle Frühstück-Variante mal geben. Das Salz kommt später oben drüber. Ja, jetzt kommt mein Eichen. Da und die Mitte rein. So. Und dann ein bisschen Salz. Und jetzt kommt alles in die Heißluftfritteuse. Also so ist das jetzt in meiner Heißluftfritteuse drin. Aber ich habe jetzt die Ninja hier, aber es ist egal, welche Heißluftfritteuse du hast. Einfach eine Silikonform oder was, wo du es reinwachsen kannst. Jetzt schalte ich sie ein. Zu. Ein Airfryer. 180 Grad. Na, komm. Und das Ganze für 5 Minuten. Mehr brauche ich da nicht. Auf jeden Fall schaue ich danach mal nach. Noch. Na, komm. Start. Ich mache auch gleich wieder. Jetzt schneide ich das Ganze mal. Da sieht man wieder. Ja, und weiter geht es jetzt mit Rezept 2. Das Ganze, es gibt jetzt so kleine Zucchini-Nestchen. Ja, jetzt habe ich hier Knoblauchgranulat, die Paprika, die ich klein geschnitten hatte. Und noch Salz etwas und Pfeffer habe ich noch angemacht. Also habe ich das Ganze jetzt gewürzt. Jetzt kommen hier 2 Teelöffelchen Öl dazu und das Ganze wird jetzt gut verrührt, etwas miteinander. So dass die Zucchini gut und auch der Paprika mit dem Öl benetzt sind. Jetzt ist das Ganze schon fertig. Ich habe hier so eine Muffins-Auflaufförmchen und da kommt jetzt das Ganze wie so eine kleine Nester rumgedreht in diese Förmchen rein. So, das kommt jetzt bei 180 Grad für 5 Minuten. Das dürfte lang. So, fertig sind meine kleinen Zucchini-Nestchen. So, war richtig lecker, angerichtet. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.
So, fertig sind meine kleinen Zucchini-Nestchen.